jeden Fall noch kein Bootswetter. Mörderhagel. So, gehen wir mal runter. Wir sind hier im Hagel angekommen und schauen jetzt mal, wie es aussieht, was wir heute tun können, damit wir startklar werden. Ja. Das Boot hängt ja noch mitten in den Seilen. Es ist noch gar nicht vom Kran abgemacht worden. Ja. Gucken, wie wir das jetzt fertig kriegen. Ja. Hier im Salon ist zwar schon alles zugemacht, aber es fehlen noch die Möbel und der Teppich. Noch alles im Rohbau, da haben wir noch einiges zu tun jetzt, damit wir auch startklar werden. Gehen wir mal runter ins Schlafzimmer. Ist das Bett auch noch offen? Und da unten sieht man jetzt das Heckscharruder, was eingebaut wurde. Ja, hier ist noch das Lattenrost im WC. Ja, noch was zu tun. Hier sind da Gardinen, die wir mitgebracht haben. Die versuchen wir noch zu montieren. Und hier ist noch alles vom Schlafzimmer. Ja, versuchen wir mal Ordnung ins Chaos zu bringen. Der erste Teil im Wohnbereich ist wieder fertiggestellt, beziehungsweise im Salon. Es sind die ganzen Polster wieder, dort wo sie hingehören. Und wir müssen jetzt halt nur noch den Schlafbereich fertig machen, die Betten beziehen. Und dann auch putzen, Wasser nehmen und so weiter und so fort. Und die Heizung läuft. Das ist auch ganz wichtig. Das Lattenrost ist drin und jetzt kommen gleich die Matratzen drauf. Die nächste Etappe. Die Matratzen sind drin und alles wieder bezogen. Marina fädelt die neuen Gardinen ein. Die verdunkeln viel mehr wie die alten. Das heißt, man kann hier auch mal vielleicht schlafen, wenn man Besuch hat. Ja, außer da vorne die große Scheibe, die macht trotzdem noch viel Licht. Da kann man was drauflegen. Der Fernseher läuft auch. Im Receiver frisches HD Plus drin. Also an Langeweile wird es auch nicht scheitern. Das Boot ist im Wasser. Es hängt noch im Kran. Es hängt deshalb noch im Kran, damit, falls irgendwas undicht ist, das Boot nicht untergeht. So kann also nichts passieren. Ein toller Anblick, das Boot wieder am Wasser zu sehen. Die Saison kann für uns jetzt auch starten. Man hört die Heizung rauschen, wird auch wieder warm. So langsam wird's. Boot on Tour, geht auch bald wieder auf Tour. Die Steuerung für Bug- und Heckstrahlruder ist auch eingebaut. Die ist etwas schlanker wie die andere und deshalb hat der Peter noch eine schwarze Platte drunter gesetzt. Aber hat er gut gemacht. Das Ganze funktioniert sogar theoretisch. Ach so, ja, muss man hier einschalten. Das war Bugstrahl und jetzt Heck. Wunderbar. Wasser ist auch drin. Wir haben den Tank jetzt mal halb voll gemacht. Das sollte für die Überfahrt reichen. Vorderer Bereich ist wieder benutzbar. Die Küche ist benutzbar. Der Wohnraum ist benutzbar. Und das Schlafzimmer ist auch benutzbar. Der einzige Schaden ist noch die Toilettenpumpe. Die müssen wir nächste Woche noch mal reparieren.
Jetzt fahren wir in Herrenwehen, haben das Boot klar Schiff gemacht und werden am Donnerstag mit dem Boot in unseren Heimathafen, den Klink, fahren.